Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Ich bin wieder mal auf der Spielwarenmesse 2024 und bin jetzt hier beim Stand von der Firma Fissmann, Constanze Fissmann-Kato. Sie hat sich auf das K-System spezialisiert, aufs K-Motion-System, ja. Hätte ich jetzt fast falsch gesagt. Und ich freue mich jetzt schon, was gibt's heute Neues? Ja, also wir haben jede Menge dran gearbeitet, das ist natürlich unser Hauptthema, weil es kam sehr, sehr gut an bei den Kunden. Vielen Dank an euch. Wir haben letztes Jahr noch gezeigt, dieses Jahr kommt es dann offiziell, das ist der Induktivcharger. Induktivcharger, das heißt, man braucht kein Kabel mehr extra anstecken? Das ist das Gleiche, wie wenn Sie ein Handy in die modernen Autos reinlegen oder einfach dieses ohne Kabel laden, einfach irgendwo drauflegen und dann wird es geladen. Das können mittlerweile unsere Fahrzeuge auch, weil wir wollen natürlich gerne die Fahrzeuge nicht immer von der Anlage nehmen müssen. Das heißt, ich bohre ein Loch in die Platte und habe dann da den Charger. Der ist jetzt hier natürlich offen nur zu sehen, deshalb, genau, damit man weiß, wo er ist. Genau, aber wir haben hier auch zum Beispiel einmal noch verdeckt hier hinten, deswegen, da kann man auch nochmal. Das mit der induktiven Ladung, das läuft bidirektional, haben Sie mir vorhin schon mal verraten. Genau, also wir haben ja, wenn Sie ein Handy irgendwo hinlegen, dann kennt man das ja, man muss das auf die perfekte Position über der Spule legen, damit das Handy auch wirklich geladen wird. Ansonsten fängt das an zu laden, das Signal ist weg und dann muss man es nochmal ein bisschen umlegen. Oder man hat halt Halter, die perfekt sind. Na, unsere Fahrzeuge fahren ja mit dem Magneten direkt über die Spule, aber wann muss er stehen bleiben? In welcher Position muss das Fahrzeug stehen bleiben, dass es wirklich perfekt geladen wird? Und da redet die Spule mit den Fahrzeugen. Das heißt, wir haben nicht nur ein ganz normales Aufladen von den Fahrzeugen, sondern wir haben eine Kommunikation. Geht in beide Richtungen, die Kommunikation. Wir wollen ja auch natürlich die Akkus schonen. Wir brauchen eine gute Ladekapazität. Wir wollen die Akkus auch nicht überladen. Oder wenn das Fahrzeug noch voll ist, dann soll die Spule das Fahrzeug einfach weiterschicken und nicht da irgendwie den Akku überflüssig vollpumpen. Das ist natürlich auch nicht gut für die Akkus. Also frag die Spule, wie voll bist du? Und das nächste ist auch für die Position. Also wenn ein Fahrzeug ankommt, am besten einen kleinen Bremsmagneten vorher machen, dass das Fahrzeug schon mal grundsätzlich ein bisschen langsamer fährt. Ansonsten bremsen die abrupt ab. Dann fragt die Spule, hey, bist du da, bist du da? Und das Fahrzeug fährt. Und dann sagt die Spule, jetzt bist du perfekt. Und dann kannst du noch mal weiterfahren. Und jetzt war das Fahrzeug super, zum Beispiel auch relativ voll. Und deswegen hat sie es weitergeschickt. Die jetzt. Fahrzeuge haben aber dann doch vorher gar keine induktive Ladung Möglichkeit gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir letztes Jahr von Induktivcharger gesprochen haben. Nein, das hatten wir letztes Jahr auch noch nicht drin. Aber wir haben es in jedem Fahrzeug vorgesehen. Das heißt, jedes Fahrzeug an sich ist nachrüstbar. Jetzt werden die auch weiterhin nicht mit dem Induktivspule ausgeliefert, aber man kann die Induktivspule einfach nachkaufen, dranstecken, dranklipsen und man hat jedes Fahrzeug, was wir bis jetzt jemals ausgeliefert haben und auch in Zukunft ausliefern werden, kann man nachladen. Können wir das mal anschauen, wie das läuft? Natürlich. Wir hatten hier. Hier ist der so zwei kleine Pins. Und da sind das heißt, die zwei Das wird angesteckt Noppen. An die Leiterplatte? Genau, Moment, da muss ich selber auch ein bisschen gucken. Das muss ich halt nur einmal machen und dann wird das hier auf dem Motorgehäuse draufgeklipst und schon bin ich fertig und habe das Fahrzeug nachgerüstet. Ah, klasse Idee. Und wie lange muss man generell ungefähr laden, bis er komplett voll ist, wenn er komplett leer wäre? Wenn er komplett leer wäre, wir haben das Laden, weil das natürlich auch relativ warm wird und wir wollten natürlich viel Energie am Anfang reinbringen und danach ein bisschen das zurücknehmen. Also wir haben das auf 10 Sekunden begrenzt, das reicht locker für eine Runde und dann vor der Ampel kann man wieder anhalten und dann kann man wieder neu laden. Hier sehe ich gerade, da ist eine Steilstrecke aufgebaut, 38% steht dran. Ja. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dass das wirklich so weit geht. Dass die Fahrzeuge so hochfahren. Da gibt es auch eine lustige Geschichte dazu. Mein Vater hatte eigentlich die Stallstrecke in Auftrag gegeben mit 20%. Das ist das, was wir auch unseren Kunden garantieren. Und der das gemacht hatte, der hatte 20 Grad verstanden. Und daraus wurden dann natürlich 38%. Und wir haben das halt ausprobiert und waren selber überrascht von unseren eigenen Fahrzeugen. Wow, das macht er ziemlich gut. Wir haben dann zwar noch ein kleines Gewicht oben drauf, aber ohne Probleme fährt er da hoch und runter. Unser Betreuer von der Anlage hat am Anfang auch gesagt, ja, bitte nur
nur auf der Messe mal ein, zweimal nur zum Vorführen bitte nehmen. Und ich habe gedacht, naja, man muss ja auch mal Härte testen. Ich habe die den ganzen Tag durchfahren lassen und das machen die wunderbar. Oben Induktionsspule ist da drauf auch, damit der laden kann da oben und dann muss ich da nichts mehr machen. Deshalb hat er jetzt Pause da oben, dass genau. Ein bisschen nachgeladen wird. Genau, das braucht natürlich sehr, sehr viel Strom. Aber wir haben da wirklich gute Motoren drin, gute Mechanik einfach drin, Steuerung. Oh, da komme ich gar nicht nach mit dem Kamera halten. So. Aber ich sehe schon, Sie haben ein Gewicht hinten rein, wahrscheinlich für bergab das Problem. Das hatte ich nämlich auch vor kurzem bei einem Auspackvideo mit einem ferngesteuerten VW-Bus von der Firma Kaasen. Und da ist es auch bergab schlechter gegangen, weil der eben den Schwerpunkt Heckantrieb war, das die Schwierigkeit, dass der dann kein Gewicht mehr auf der Achse hatte und dann einfach das Rutschen hat angefangen. Das ist halt genau das Problem, dass man da einfach ein bisschen Gewicht drauf machen muss. Wobei, das ist einfach so eine extreme Steigung mit den 38%. Ich wüsste nicht, dass das jemals jemand unbedingt auf seine Anlage jetzt baut. Das ist eher. Ja, ich hatte ja auch versehentlich 20 Grad, dachte ich, meine, das passt schon. Dann habe ich nachgerechnet, das sind ja fast 40%. Ja. Irgendwo dachte ich, ups. Das war genau. Gut, aber dann schauen wir wieder, machen wir wieder weiter mit den normalen Sachen. Was gibt es sonst Neues? Ich habe auch letztes Jahr mal über Weichen gesprochen, über Abzweige. Das war noch sehr provisorisch und das ist jetzt auch weitergegangen und inzwischen fertig. Das gibt es jetzt auch. Das ist unsere Handweiche. Da gibt es hier so kleine Nubbel drin und dann kann man das auch einfach nur eine geradeaus Rechtsweiche machen oder links geradeaus oder eben Drei-Wege-Weiche. Das heißt, von vornherein generell als Drei-Wege-Weiche geplant, ab Werk dann irgendwie fest eingerastet, dass es eigentlich gar nichts hat. Genau, hier haben wir die nochmal einmal zu und dann hier sind so zwei kleine Nubbel drin und dann kann ich die abbrechen und dann habe ich da dann einfach nur eine entweder rechts-links, links-rechts oder links-geradeaus, rechts-geradeaus. Das heißt, Sie haben gar nicht erst eine Zwei-Wege-Weiche gebaut, sondern gleich eine Drei-Wege. Ja. Weil das ja sowieso auch nicht vom Aufwand her größer gewesen wäre, wenn man jetzt eine mehr gemacht hätte. Genau. Und ganz wichtig, wir haben das Magnetband reingesteckt. Das heißt, es ist am Ende umgeklickt. Dadurch habe ich halt nicht so Verlegefehler, dass eben da Stoß auf Stoß ist oder ich habe ein bisschen zu viel Platz und dann tun sich die Polung trifft sich. Das heißt, immer nach unten weg das Magnetband legen. Kann man auf der geraden Platte dann einfach auch ein Löchlein bohren und dann beide Enden, wenn ich neues Magnetband wieder anfange, dann reinstecken. Und das ist jetzt die mechanische und dann haben Sie die auch elektrisch? Genau, das ist dann die gibt es einmal als Handweiche mit dem Draht an der Seite, kann ich natürlich weiter rausziehen, wenn ich normalen Spielbetrieb haben möchte, ein bisschen was selber, vielleicht mit Kindern oder dann eben auch hier die motorische, die man dann auch an Charger oder an unsere andere Module anschließen kann. Das sind ungefähr 30 mm Einbautiefe und ungefähr 30 mm Durchmesser. Ja. Gut, dann gibt es hier noch neu auch ein dünneres Magnetband. Das bisherige war 3 mm mal 1 mm. Genau. Und jetzt ist es 0,5 mm für besonders knifflige Strecken. Oder für welchen Zweck haben Sie das jetzt generell? Das 0,5er Magnetband ist einfach, weil das 1 mm ist natürlich in Kombination mit der Fräse, bringe ich das in die Platte. Wenn ich aber jetzt sage, ich will lieber ein bisschen basteln und will spachteln drüber, dann ist das 0,5er wesentlich besser und dann kann ich halt das 0,5er einfach auf die Platte draufkleben, drüber spachteln, gerade ziehen, anmalen und dann habe ich das Magnetband auf der Platte verlegt. Und wenn jetzt jemand nicht mehr weiß, wo er verlegt hat, seine Magnetbänder, da haben Sie sich auch was einfallen lassen. Das steht hier schon im Katalog und das ist hier eine Magnetfinder, wahrscheinlich mit Eisenmetallspänen, die in dieser Folie eingearbeitet sind. Und dann sieht man jetzt gleich, wenn wir auf die Kreuzung sehen, wie die Kreuzung unten drunter, die Abzweigung realisiert ist. Da sehe ich auch, wo meine Magnete sind, wo ich was verlegt habe, wenn da was fehlt. Ja, raffiniert. Das ist halt schön. Dann als weitere Neuheit habe ich auch vorhin schon mal im Vorgespräch gehört, es gibt jetzt eine Blitzerampel, die sogar dann automatisch funktioniert. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal in Aktion an, wenn jetzt hier jemand fährt. Das sind unsere Blitzer mit den Polizisten dabei. Der muss jetzt hier tatsächlich raus und jetzt wird er hier abkassiert oder bekommt zumindest ein Sättelchen. Ja, und der hier. Nächste, der fährt jetzt langsamer. Da blitzt er nicht.
Genau. Können Sie das dann programmieren, bei welcher Geschwindigkeit er auslösen soll? Ja, das kann man für in die Stadt machen, das kann man dann für auswärts machen. Das wird dann auch in der Anleitung noch detailliert beschrieben. Dafür haben wir dann auch Kontakte. Das heißt, die fahren jetzt gar nicht raus, weil sie ja nicht geblitzt wurden. Genau. Und der, der dann wirklich geblitzt wurde, wurde dann hier herausgewunken und muss hier tatsächlich dann zur Bezahlstelle. Genau. Gut, Fahrzeuge haben Sie inzwischen auch einige ausgeliefert. Und ja. Ab Herbst ist es, glaube ich, losgegangen mit dem Vertrieb. Ungefähr. Ja, also dieses Jahr kommen jetzt die Rundhauber und die Eckhauber. Ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass wir bis Ende des Jahres dann alle Rundhauber, alle Eckhauber raus haben und dann auch alles nachgeholt haben. Das nächste ist auch, dass wir wirklich mit den Anhängern jetzt aufrücken. Und ein Kundenwunsch von ganz vielen letztes Jahr war definitiv auch, dass wir ganz, ganz viele wollten gerne, dass wir die Eckhauber und die Rundhauber auch als Startsets rausbringen. Das wird jetzt auch kommen. Dann kam ja von vielen schon der Wunsch, ich habe auch vor kurzem wieder einen Kommentar gelesen, wann gibt es denn endlich PKWs? Was hat sich denn da getan? Da haben Sie, glaube ich, schon im Vorfeld was angekündigt. Nein, Sie haben es noch nicht angekündigt, aber hier auf der Messe heute haben Sie es offiziell angekündigt. Ja, wir haben den Käfer. Papa? Hier steht schon einer, aber der ist wahrscheinlich nicht im Einsatz. Nee, der steht nur an der Ladesäule, wobei die damals noch keine Ladesäule brauchten. Das ist der Käfer. Und dafür ist es dann ganz wichtig, mit dem Induktivcharger, der hat die Spulen schon eingedrückt. Das ist eine sechslagige Platine mit je 7 Windungen, wo die Spule zwischen den Lagen auch eingedruckt ist. Und dafür brauche ich dann absolut den Charger. Das heißt auch schon induktiv serienmäßig in dem Fall. Genau. Klasse, weil sonst wäre es ja wahrscheinlich wieder irgendwo eine Buchse, die man dann... Doch, Buchse hat er wahrscheinlich trotzdem. Buchse hat er auch, kann ich auch einfach nur ganz normal laden, aber nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde ist halt Schluss, je nachdem wie viel Lichter ich halt anhab. Und deswegen haben wir da halt auf jeden Fall den Charger, weil ohne den Charger habe ich halt ein bisschen, habe ich einen begrenzten Spielspaß nur. Und der Aufbau ist relativ fein detailliert, habe ich vorher schon gesehen, auf der Oberseite dann das Fahrzeug selber. Und ein schön detailliertes Modell, das Sie sich da haben. Kommt auch noch eine Büste rein. Das ist jetzt noch ein Prototyp ohne Lichter. Er wird alle Lichter haben, die auch das Original hat. Auch die Abstandssensorik, die auch die LKWs haben. Hinten vorne kommt auch noch eine kleine Büste rein. Hinten wird man wahrscheinlich nicht sehen, weil da müssen wir noch ein bisschen Elektronik dann unterbringen. Aber der ist jetzt nur ein Handmuster, der noch nicht fährt. Der kann auch schon fahren. Wir haben auch hier Kugellager schon drin. Den können wir auch gerne das mal heißt, draufsetzen Kugellager in den fahren. Achsen, dass er besser feiner fährt. Genau. Ja, natürlich. Muss ja auch leichtgängig sein. Gut, dann lassen wir noch mal fahren. Ja. Das heißt, der wird mit der Fernbedienung hier wieder eingeschaltet. Hinten ist der Riedkontakt drauf. Da wird er angemacht. Und dann müssen wir mal gucken, dass er... Muss nur aufpassen, weil... Wir können ihn mal hier um die Kurve fahren lassen. Mhm. Der ist ja schon richtig flott unterwegs. Ja. Gut. Aber Abstandsradar und so ist jetzt wahrscheinlich in dem Handmuster alles noch nicht ganz fertig. Ist ja, halt, da müssen wir noch ein paar Aussparungen machen für die LEDs. Also da sind die Werkzeuge noch nicht ganz fertig. Aber schön, dass er überhaupt schon funktioniert und dass man jetzt wirklich mal sieht, dass es endlich auch mal für das Car-Motion-System dann ein Modell gibt, das man hier wirklich einbauen kann. Dann haben Sie mir vorhin auch schon verraten, es gibt noch so ein paar nette Spielereien für Ampeln, bei denen man so ein bisschen berücksichtigt, dass wenn die Ampel rot ist und eine Feuerwehr vorbeifahren will im Einsatz, dass die trotzdem drüber fahren darf? Genau, das haben wir dann. Das haben wir dann hier mit dem IR Traffic Smart und dem IR Traffic. Der IR Traffic macht dasselbe, was der IR Mini kann, was wir auch schon in der Ampelanlage hier verbaut haben. Also Ampel rot, bleib stehen, fahr weiter, rechts, links blinken, das kann der IR Mini auch schon alles. Der Traffic, der kann dann auch wirklich mit unseren Weichen kombiniert werden und dann wirklich auch die komplette Ampel steuern. Aber dann habe ich ja immer noch keinen Empfänger. Also das sind alles nur Sender. Ich kann den Fahrzeugen sagen, ich kann mit den Fahrzeugen reden, aber die können nicht mehr mit mir zurück antworten.
Und dafür gibt es dann den Smart. Der Smart, der hat dann hier, die kann man auch alles extra kaufen, gibt es den Sensor. Hier haben wir noch die normalen IR-LEDs, die man an die verschiedenen Module anschließen kann. Und der Smart, der hat hier den Empfänger und der Empfänger, der hört dann oder guckt dann, aha, du bist ein Feuerwehrfahrzeug, du hast rote Lichter, Blaulichter und du bist im Einsatz. Das heißt, ich muss alle an der Ampel auf Halt machen, auch wenn die Ampel grün ist und lass den dann durch. Wow, an was man alles denken muss. Das heißt, Sie haben tatsächlich jetzt berücksichtigt, dass eine Feuerwehr, die im Einsatz ist, die über eine rote Ampel fährt, da kein Problem ist mit dem Querverkehr, der grün hat, der bleibt dann plötzlich auch stehen, trotz grüner Ampel und es gibt keinen Crash. Genau, das muss ich halt haben für THW, Polizei, Feuerwehr. Damit haben wir dann Original-Einsatz auch. Gut, das ist eine klasse Idee, dass es hier also wirklich beim Car-System, Car-Motion-System, jetzt sage ich schon wieder falsch, ist ja ein System von einer anderen Firma, aber so ein bisschen kompatibel zueinander sind sie teilweise. Ihre Fahrzeuge fahren auch auf dem anderen System, haben Sie letztes Jahr ja schon erzählt. Und dann haben Sie noch vorhin erzählt, es gibt auch was für die Leute, die eigentlich Fahrzeuge selber bauen wollen. Genau, also wir haben jetzt natürlich unsere Kundenwünsche erhört und bringen jetzt Arbeiten mit Hochdruck an der Universalplatine für einen LKW und für einen Bus. Und da kann man dann wirklich Sachen anschließen und dann kann man seine eigenen Fahrzeuge basteln. Dafür gibt es dann natürlich die passenden Lenkachse, Motore. Ach, das heißt, ich kann wirklich komplett ein Fahrzeug ganz selber bauen? Wir verkaufen die komplette Technik extra, die auch in den Fahrzeugen schon verbaut ist. Das ist aber dann wirklich was für sehr, sehr begabte Bastler, muss man wirklich schon sagen. Weil mit allem, was da an Elektronik dran ist, an den ganzen LEDs, dass man das vernünftig verbaut kriegt, also da muss man schon relativ, ist schon ein hohes Niveau, sagen wir so. Aber es gibt ja ein paar, die das wirklich können und das auch wirklich gerne machen. Aber man hat die Möglichkeit, wenn man irgendwelche ganz speziellen Fahrzeuge dann auf seinem System fahren lassen will, dass man dann tatsächlich das kann. Gut, das war ein schöner Überblick über die Neuheiten Spielwarenmesse 2024. Und ich bedanke mich bei der Constanze Fissmann-Kato für die ausführlichen Erklärungen und ich wünsche einen schönen Messeverlauf. Dankeschön Ihnen auch noch einen schönen Tag. Tschüss.